Liebe Schwestern und Brüder, in der Lesung vertieft der Apostel noch einmal das, was wir gestern von ihm gehört haben, dass das Maß oben ist, wenn er von der Erbschaft spricht, die uns dort im Himmel hinterlegt ist. Und er erklärt das noch einmal, dass es Generationen gab, die auch im Wort Gottes gelebt haben und die danach suchten, worauf weist es denn noch hin? Es gibt eine Richtung in diesem Wort Gottes. Es kreist nicht um sich selber. Was ist die prophetische Kraft des Wortes Gottes? Und er kommt zum Schluss, selbst die Engel wünschen sich zu sehen, das, was euch versprochen ist. Also die gleiche Dynamik, die wir gestern entdeckt haben, dass es nicht um uns und unser Maß geht, sondern um die Kraft, die wir bekommen, wenn wir uns nach oben hin orientieren, von oben her uns verstehen. Das gilt im Grunde genommen für alle Lebensvollzüge. Vielleicht wird es sogar am deutlichsten im Gebet oder in der Liturgie. Wir sprechen heute vielfach davon, dass der Glaube verdunstet. Aber der geht ja nicht einfach irgendwie weg, als wäre es zu heiß gekocht und dann ist es irgendwie verdunstet und dann beschlagen wir kurz die Scheiben und dann gibt es nichts mehr. Sondern der Glaube braucht einen Vollzug. Und natürlich gehört zum Glauben der Vollzug des liebevollen Handelns, dem Nächsten gegenüber, allen. Das war im Christentum nie eine Frage, das ist eigentlich auch heute keine Frage. Aber was zum innersten Vollzug des Glaubens gehört, ist das Gebet, die Ausrichtung an Gott. Aber wenn wir uns bis hin in unsere Ordnung der Gottesdienste hinein immer nur auf uns selber ausrichten, ist es kein Wunder, dass der Glaube verschwindet, weil ihm der innerste eigene Vollzug fehlt. Und so fehlt uns, so haben wir gestern gehört, eben auch die Freude. Ist doch interessant, einmal zu fragen, was ist uns von der Lesung hängen geblieben, als wir das hören? Ist es nicht vielfach das, wenn der Apostel beginnt zu mahnen und Forderungen aufzustellen? Umgürtet euch, macht euch bereit, seid nüchtern, seid gehorsame Kinder, lasst euch nicht von euren Begierden treiben. Das ist halt unser tägliches Geschäft. Da bleiben wir schnell bei hängen. Aber warum der Apostel solche Forderungen aufstellen kann, das vergessen wir sehr schnell. Wir haben das gestern am Beispiel im Evangelium des jungen Mannes gehört, der dann auch nur diese Forderungen hört, aber den Blick der Liebe Jesu offenbar gar nicht wahrnimmt. Oder er nimmt ihn nicht stark genug wahr, dass er wirklich bereit ist, das, was er besitzt, zu verlassen. Und Petrus kann natürlich heute ziemlich großmaulig sagen, ja, guck uns an, wir haben alles verlassen. Ja, Jesus betont es noch einmal, wer um meinen und um des Evangeliums willen dies und jenes und alles Mögliche verlässt und alle Möglichen verlässt, das ist die Priorität. Wer das nicht im Blick hat, für den ist alles Verlust, ist alles eine einzige Verlustrechnung. Zölibat und wie die ganze Liste von Punkten, die wir im Moment so diskutieren und abarbeiten, heißen. Es ist alles Verlust, alles defizitär, alles freudlos, alles ein einziger Krampf. Weil die Priorität nicht stimmt. Es ist eine große Einladung, die im ersten Petrusbrief, gleich im ersten Kapitel ausgesprochen ist, wieder die Priorität für mein eigenes Leben zu entdecken. Und es ist unsere gemeinsame Priorität, uns an Gott festzumachen, das Maß von oben her zu nehmen, es zumindest so gut es geht zu versuchen. Wenn wir jetzt zum Ende des Mai heute Maria als Ursache unserer Freude verehren, heute Abend, dann wird auch darin deutlich, wie das geschieht. Mir geschehe nach deinem Wort. Mehr kann man gar nicht sagen. Und mehr kann man gar nicht tun. Und mehr als das kann man als Christ nicht leben.